Was ist hier los? Yakuza wieder? Heute ist es soweit, alter Mann. Zeit, deine Schulden zu begleichen. Mach besser, was Aniki dir sagt, solange er noch gute Laune hat. Ich weiß schon, was sie wollen, aber möchten sie stattdessen nicht lieber unser neues Dessert probieren? Wir wollen deine alte Bohnenpampe nicht. Oh doch, ich liebe traditionelle Desserts. Was? Aniki! Wunderbar, unsere Bohnenpaste ist der Stolz unseres Laden. Ich kann sie also jedem empfehlen, der Süßes mag. Dann weiß schon, was? Dann weiß schon, was ich will. Was? Reiß dich am Riemen, Aniki! Das kann doch nicht wahr sein. Belästigen diese Trottel Takemitsu schon wieder? Da hat er die Arschkarte gezogen. Das wäre fies. Na. Sieht aus, als hättet ihr Jungs eure Lektion immer noch nicht gelernt. Lektion? Moment, bist du nicht der Typ, der euch in den Arsch getreten hat? Genau. Ha! Ich dachte mir schon, dass sowas passiert. Deshalb bin ich, habe ich hier 5 meiner härtesten Jungs. Die sind hart und sauer, ne? Das ist die schwedische Variante von Eva. Ah, das wusste ich nicht. Klingt auf jeden Fall schön. Aber wer redet von Rias? Welche Rothaarige meinst du denn sonst? Jetzt ist Zeit, Rache zu nehmen und danach gibt's was Süßes. Boah! Alter! Oh, da tut mir echt der Rücken gerade weh, ne? Dieses Geknacke auch, das war richtig eklig. War fast Mord, ja. Das ist echt übel gewesen. Warum klappt das immer nicht? Dann nehmen eine Kopfnuss. Of Rain. Auf Talia mache ich mir jetzt nicht kaputt. Ha! Vapor, ha! Qualität schlägt Quantität, Kumpel. Egal wie viele Schläger du mitbringst, die landen am Ende alle auf dem Boden. An deiner Stelle würde ich die Süßigkeiten einpacken und verschwinden. Okay, mache ich vielleicht. Hallo. Oh, mir tut gerade echt der Rücken weh. Dieses Geknacke. Puh, den haben sie es aber gezeigt. Wieder mal. Das mache ich doch gerne. Dürfte ich erfahren, wie sie heißen, damit ich mich anständig bei ihnen bedanken kann? Klar, ich bin Takayuki Yagami. Ich weiß ihr Eingreifen sehr zu schätzen, Yagami-san. Ich weiß, es ist nicht viel, aber nehmen Sie bitte das hier. Es ist unser neues Konfekt. Takemitsu Yokan. Das sieht lecker aus, danke. Nein, ich habe zu danken. Hoffen wir nur, dass es nicht nochmal passiert. Ich schätze, es wird nochmal passieren. Und nochmal und nochmal. Auf zum Chiropraktiker! Lismas hier. Ja, das wäre gerade echt nötig. Also, wir sehen uns. Boah. Voll darauf. Das ist schon echt nicht schön. Ich bin im September sowas von tot, wenn es dazu kommt. Ja. Ja. Mhm. Was ist hier schon wieder los?
Scheiße, wieso treffe ich nicht? Bist du so eine Art Mutant oder so? Bist du etwa sauer? Du kannst es gerne nochmal versuchen. Ich kann das Geld gut gebrauchen. Hey, kannst du mir sagen, was hier los ist? Du kennst mich nicht? Dann will ich mich mal vorstellen. Ich bin Tanago. Aber nenn mich ruhig, Mr. Schlag mich doch. Mister, was geht Sie das an? Ist das dein Ernst? Absolut. Wenn du mich innerhalb von 30 Sekunden auch nur einmal triffst, bekommst du von mir 50.000 Yen. Aber ich warne dich, ich habe keinen meiner 200 Kämpfe verloren. Glaubst du, du kannst meine Siegesserie beenden? Ich muss dich also nur treffen, ja? Das klingt nicht sonderlich schwierig. Das sagst du jetzt, aber am Ende liegst du auf dem Boden, wie jeder andere, der mich herausgefordert hat. Und weißt du, was ich am liebsten mache? Arrogante Penner wie dich blamieren. Also, wenn du glaubst, du schaffst das, dann lass Geld sehen. 5.000 Yen für einen Versuch. Ich versuch's. So gefällt mir das. Dann mal los. Ich, der große Tanago Tanga, sage voraus, dass du mich einmal treffen, dass du mich nicht einmal treffen wirst. Stattdessen wirst du den Asphalt küssen. Interessant. Da muss ich wohl deine Voraussage widerlegen. So ein Arsch. Ich treffe ihn wirklich nicht. Ich treffe ihn echt nicht. Der kann echt gut ausweichen. Gescheitert. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn treffen soll. Kann man vielleicht auf ihn auf Sachen werfen? Aber er würde bestimmt auch ausweichen, ne? Haha, mich erwischst du nicht. Verdammt, du bist echt schnell. Oder das war mit Absicht, dass ich verkacke. Ich sehe nur deinen lahmarschigen Angriffe voraus. Oh. Da gibt es bestimmt irgendeinen Trick oder so, ne? Entschuldigung. Mann, du hast mich wirklich erwischt. Mich, wie kann das sein? Ich habe einfach in die Richtung geschlagen, von der ich dachte, dass du dorthin ausweichst. Ganz einfach. Wow, der Typ hat ihn tatsächlich erwischt. Echt jetzt? Das war, wie so ein krasser Kung-Fu-Scheiß. Ja, der war blitzschnell. Es war schon etwas beängstigend. Du bist echt schnell und hast auch hast es auch sonst drauf. Sowas habe ich noch nie gesehen. Hier, das hast du dir verdient. So machen wir Geld. Dieses Gefühl in meiner Brust tut echt weh. So fühlt sich also der Schmerz der Niederlage an. Wer bist du, Mann? Ich bin Yagami. Tut mir leid, dass ich mich nicht zurückgehalten habe. Aber du warst echt schwer zu treffen. Das ist die nette Art zu sagen, dass ich ein Verlierer bin. Aber versteh schon, ich hab's eben nicht drauf. Sei nicht so streng mit dir. Du musst viel trainiert haben, um es so weit zu bringen. Das schaffen nur die wenigsten. Ja. Bin mal auf der Heimreise. Okay, Vapo. Ich hatte einen ziemlich strengen Lehrer. Jemand hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Na klar, es war der vorherige Mr. Schlag mich doch, bevor ich ihm den Titel abgenommen habe. Ich habe seine Art bewundert. Damals war ich nur ein Schläger, der auf alles und jeden losgegangen ist. Aber ich konnte ihn nie treffen. Verstehe, er muss ziemlich gut gewesen sein. Das war er. Und du hast die Erinnerung an ihn wieder in meinem Herzen wachgerufen. Ich schulde dir was. Jetzt habe ich ein neues Ziel. Ich werde trainieren, immer wieder, bis ich jeden deiner Schläge ausweichen kann. Okay, ich werde mich weiter verbessern, also passt das nächste Mal besser auf. Das ist die richtige Einstellung. Und ich werde alles daran setzen, dich zu erwischen. Du hast dir echt einen interessanten Job ausgesucht, Tanago. Ich will immer Tanga lesen. Immerhin weiß ich jetzt, wo ich hin muss, wenn ich das nächste Mal das Bedürfnis habe, jemanden zu schlagen. Ich wundere mich, warum der Hund noch nicht aus muss. Mag den Tigerkampfstil nicht.
Du kannst ruhig Tanga lesen, wir wissen, was gemeint ist. Ja, das mache ich ja nicht mal mit Absicht. Da steht einfach dieses Ta. Das verleitet mich dazu irgendwie. Hier gibt es immer was zu entdecken, das finde ich echt cool. Jetzt gleich? Nein, das ist überhaupt kein Problem. Süßer, mit wem hast du? Nix. Da geredet. Wie lange telefonierst du noch? Keine Sorge, Liebling. Nur eine Sekunde. Nein, Captain. Nicht sie. Ich, natürlich bin ich zu Hause. Ich habe mit meiner Katze geredet. Ich bin sofort da. Wie kannst du es wagen, am Geburtstag deiner Frau zu telefonieren? Oh, Bedienung. Noch ein Glas von dem Zeug. Und zwar flott. Weißt, das werden eher selten melden, sie müssen. Ich rede ja auch von meiner Mutter, dass sie mir sagt, wenn er wach wird, dann muss er nämlich raus. Oh nein, das ist keine betrunkene Frau, das kommt aus dem Fernsehen, ist das laut. Ich bin natürlich zu Hause. Ich wohne, ich wollte mich doch vom Betrunkenen mich vom Betrunkenen fernhalten. Und diese Lady sieht richtig zugedröhnt aus. Will ich dahin? Hey, du! Was? Ich? Ja, mit dem dümmlichen Gesicht. Komm her und setz dich. Was? Warum sollte ich? Ich hab gesagt, du sollst dich setzen. Wie lange soll ich noch alleine trinken? Aber ich... Lass deine Frau nicht an deinem Geburtstag warten. Scheiße, das habe ich davon, dass ich nicht genug Abstand gehalten habe. Wie viel hat sie davon überhaupt schon getrunken? Okay, kann ich irgendwie helfen? Kennen wir uns? Schluss mit dem Unsinn. Ich bin deine Frau. Und seine Frau lässt man nicht an ihrem Geburtstag nicht warten. Meine Frau? Genau das bin ich. Ich bin süß, klein. Und ich bin Naoko. Aber wir sind nicht verheiratet. Wie kommt sie darauf, dass ich ihr Ehemann bin? Sorry, ich muss schnell aufs Klo. Was? Nicht so schnell, Tatsuo. Warum kommen wir mal an so eine Verrückten? Hey, bist du nicht der Ehemann der betrunkenen Lady da? Ja, tut mir leid, ich musste mich kurz verstecken. Ja. Was zur Hölle ist hier los? Ich bin genauso schockiert wie du, Kumpel. Sieht aus, als würde sie sich für mich halten. Sie dich für mich halten. Wenn sie so betrunken ist, dass sie nicht mal mehr dass sie nicht mal mehr merken. Oh, ich. Was? Ich trinke mal kurz was. Ich habe gerade diesen Dreher drin in den Augen. So. Wenn sie so betrunken ist, dass sie nicht mal mehr das merkt, könnte das ein Problem sein. Oh, das sehe ich genauso. Sie ist nicht nur dicht, sondern auch kurzsichtig. Eine gefährliche Kombination. Ja, Wodka hilft bei Satzverdrehen. Haufenweise Make-up und keine Brille. Sie sieht gerade also gar nichts mehr. Warum trinkt sie dann so viel? Tja, du hast ihr Genörgel wohl schon gehört, aber heute hat sie Geburtstag. Ich werde ständig von der Arbeit aus angerufen. Das macht sie etwas sauer. Nicht ganz unverständlich, würde ich sagen. Als was arbeitest du denn? Sieht man das nicht? Ich bin Pilot! Meine Frau und ich arbeiten für dieselbe Airline. Oh, ich dachte, das wäre Cosplay. Au. Warum ruft die Airline dich an deinem freien Tag an? Naja, ich habe nicht frei. Ich bin auf Bereitschaft, was bedeutet, dass ich zu Hause warten sollte. Und jetzt ist ein anderer Pilot krank geworden, also muss ich antreten. Ein Flugzeug voller Leute wartet auf mich. Okay, und ich nehme an, du sollst nicht ausgehen, während du auf Bereitschaft bist? Nein, niemals, dachte ich mir. Aber ich habe den Geburtstag meiner Frau total vergessen. Was hätte ich denn sonst tun sollen? So einen unverantwortlichen Typen lassen sie Flugzeug fliegen? Macht einem Angst. You plan to do a side quest of girlfriends too? Yes, this is my plan. Hört sich an, als müsstest du in den sauren Apfel beißen und deiner Frau sagen, dass du zur Arbeit musst. Ja, sie wird ziemlich aggressiv, hm?
Mein Schichtplan ist schlimm genug. Wenn ich ihr beichte, dass ich ihren Geburtstag vergessen habe, ist meine Ehe vorbei. Ich wollte gerade eine Lösung finden. Da tauchst du auf. Keine Ahnung, wieso du dich zu ihr gesetzt hast, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Deine Stimme hört sich so ähnlich an wie meine. Und wenn du meine Uniform trägst, mir gefällt nicht, wohin uns das führt. Naja, ich frage trotzdem. Würdest du meinen Platz einnehmen und mit meiner Frau zu Abend essen? Boah, immer ganz ruhig. Du kannst es sagen, wie du willst. Aber mit dir zu tauschen ist verrückt. Würdest du lieber ein Flugzeug für mich fliegen? Okay, das ist noch dümmer. Liebling, bist du ins Klo gefallen? Siehst du, sie ruft schon nach dir. Sicher kannst du eine betrunkene Frau beschäftigen, bis sie einschläft. Komm schon. Ja, komm, lass uns unsere Kontaktdaten austauschen. Läuft's. Wirklich jetzt? Hier ein paar Tipps. Das ist mein Profil und ein paar wichtige Details zu meiner Person. Und hier mein Führerschein und ein paar andere wichtige Kleinigkeiten. Scheiße, ist das wirklich nötig? Der Teufel steckt in solchen Situationen im Detail, mein Freund. Ich schaue zu Hause vorbei und besorge mir meine Zweituniform. Die hier kannst du haben. How many girlfriends do you have now? My girlfriend is Asana-chan. So wie du aussiehst, würde ich dir glatt zutrauen, ein Flugzeug zu fliegen. Keine gute Idee. Okay, ich muss zur Arbeit. Viel Glück. Was passiert, wenn ich dir jetzt Korpsparty schenke? Weiß ich nicht. Dann geht für mich die Welt unter, weil ich Angst habe. Hey, warte mal! Liebling, ich kann dich sehen. Komm, setz dich. Scheiße, ich komme nicht drum herum, oder? Der schlimmste Geburtstag. Dann mal los. Diese Untenfuß sollte ich besser mir schnell reinziehen. Okay. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Ich habe Rufstufe in der Stadt 21 von 50. Ach du Kacke. Shop-Mission 407. Besiegte Gegner. Mhm. Gewonnene Drohnenrennen. Eigentlich habe ich schon Drohnenrennen gewonnen, aber keine Ahnung, warum das nicht so angezeigt wird. Was ist hier? Warum gibt Yagami eigentlich überall seine Telefonnummer raus? Sollte ich Sana schon auf ein Date einladen? Ja. Na gut, sehen wir mal, was sie dazu zu sagen hat. Sana-chan, hast du gerade Zeit? Ja, habe ich. Möchtest du irgendwo hingehen? Ja, wollen wir uns vor dem Kamurocho-Theater treffen? Okay. So, hier ist noch Nanami. Hi. You have Nanami too, but you need to reach level 5. Complete her side quest. Okay. Hi, was gibt's? Okay, okay, das war schwach. Aber trotzdem sollte ich sie um ein Date bitten. Ich habe mich nur gefragt, ob du gerade Zeit hast. Dachte, vielleicht könnten wir mal zusammen ausgehen. Oh, tut mir leid, ich kann gerade nicht. Verstehe, kein Problem. Wahrscheinlich muss erstmal wieder Zeit vergehen, ne? Entschuldigung, in letzter Zeit war mein Terminplan brechend voll. Voll mit Dates? Wow, das dachte ich mir schon. So, wir entschuldigen uns für die Störung. Tut mir leid, dass ich dir absagen muss. Ich weiß, sie hat viel zu tun, aber ich wünschte, sie würde sich etwas mehr Zeit für mich nehmen. Alter, Yagami, du hast doch eine Freundin schon. Dann kümmere dich so lange um sie. Fallakte. Der schlimmste Geburtstag. Die Beweise. Tatsuro über seine Frau. Darauf steht Tatsuro Tanaka, 34 Jahre alt. Okay, ihr müsst euch das mitmerken, ne? Er ist 34.
Erstes Treffen in einem Yakiniko-Restaurant. Also genau hier. Okay. Die Mutter ist Krankenschwester. Die Schwester lebt in England. Der Vater ist verstorben. Naoko ist betrunken, nicht auszuhalten. Kein Sake für sie. Ihre Pupse stinken. Are you from Germany? Yes, I'm from Germany. Wenn sie Sake trinkt, stinken ihre Pupse? Also 33, Anni, Yakiniko-Restaurant. Mutter ist Krankenschwester, die Schwester lebt in England, der Vater ist tot. Merke ich mir bestimmt nicht. Huch. Oh, Kacke. Das wird bestimmt voll schief gehen, ne? Hey Liebling, sorry, dass es so lange gedauert hat. Achso, ich bin ja Yagami gerade. Hm? Jetzt, wo ich genau hinsehe. Oh oh, ist der Spaß jetzt schon vorbei? Bist du in letzter Zeit fächer geworden? Findest du? Also, wer ist denn da am Telefon, Süßer? Also, wer war das? Ach, das war... Das war der Captain. Der Captain, der würde bestimmt anrufen. Aber es ist alles okay. Er hat mich nur aus Versehen angerufen. Ach ja. Bruder weiß. Diese Frau. Frau? Welche Frau? Spiel nicht den Dumm. Boah, ich hab dich gesehen. Du hast gestern eine nette Einkaufstour mit einer jungen Flugbegleiterin gemacht. Eine wirklich heiße Schnitte. Was hab ich? Du bist ein schrecklicher Ehemann. Schrecklich. Was für ein fürchterlicher Mann. Abschaum, sage ich. Ich bin mit einer betrunkenen Frau beim Essen, die nicht zu mir gehört. Und jetzt betrüge ich sie auch noch? Toll. Oh shit. Das ist der Moment, an dem man das Spiel kippt. 360 Menschen starben, als sich ein irrer Detektiv als Pilot ausgab. Die vom Flugzeug tödlich getroffenen Raffinerien. Achtung, hier wird mehrere Wochen brennen. Die ökologische Langzeitfolge sind nicht abzuschätzen, aber der Großraum Tokio muss wohl aufgegeben werden. Ich glaube, die Furz-Information ist sake-neutral. Sie stinkt einfach immer, wenn sie furzt. Ja, das eskaliert gerade wirklich. Oh, shit. Jetzt komm schon, Süße. Mach doch kein Drama draus. Oh, ich habe im Leben furchtbare Entscheidungen getroffen. Alle Männer sollten man zum Mond schießen. Zumindest beruhigt sie sich jetzt. Es gibt technische Probleme mit dem Flugzeug, also bin ich auf dem, aus dem Schneider. Ich bin auf dem Rückweg. Oh Gott sei Dank. Oh shit! Yagami-kun? Mafuyu? Yagami-kun, wer ist das? Und was soll dieses Outfit? Verkleidest du dich als Pilot? Yagami-kun? Kennst diese Frau dich, Süße? Süße? Hilfe! Ja, also... Was haben sie mit meinem Mann zu schaffen? Sind sie auch eine seiner Gespielinnen? Mann, Yagami-kun, willst du mir etwas sagen? Hallo, Süßer! Erklär mir das! Jetzt sofort, du Mistkerl! Hilfe! Ich würde sagen, du kannst dich ja hingehen. Tschüss! Wollte ich mal Fuyo signalisieren, dass ich undercover bin? Oder würde Naoko das merken? Vermutlich. Was soll ich sagen? Was ist Mafuyu für mich? Ist meine Stalkerin? Oh shit! Ich finde das hier witzig mit der Stalkerin und oder sie ist meine Ex. Sie ist meine Stalkerin. Was? Yagami-kun, bist du? Nein, nein, ich rede nur Blödsinn. Was auch immer du da gerade vorhast, Yagami-kun. Ich blicke nicht durch. Also, wer ist sie dann? Sie ist unsere Ex. Sie ist meine Ex. Oh, bin ich das? Warte, nein, ich... Tut mir leid. Aha. Ach, scheiße. Ich bin gerade so verwirrt. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Diese Lady ist... Sie verwechselt mich. Sie irrt sich. Ich bin nicht Yagami. Ja, aber...
Sehen Sie nicht, dass ich hier gerade am Essen, dass wir gerade am Essen sind? Würden Sie uns also bitte später belästigen? Rafio, das hast du hoffentlich geschnallt. Verstehe. Wenn du dich so benehmen willst, dann nur zu. Jetzt nicht geschnallt. Sie ist betrunken als du. Ich will die Scheidung. Was? Diese Frau eben. Sie ist doch dein Flittchen, oder? Du warst mit ihr zusammen, oder nicht? Ich wette, sie ist eine neue Flugbegleiterin. Nein, sie ist nicht... Ich gehe nach Hause. Jetzt warte doch, ich kann alles erklären. Was erklären? Ich muss das irgendwie wieder hinbiegen. Irgendwie. Was? Dieses Logo kenne ich doch. Das ist... Datum und Uhrzeit sind nicht lange her. Sie hat erwähnt, ihn mit einer Flugbegleiterin gesehen zu haben. Also ist es möglich... Ich kann beweisen, dass ich keine Affäre habe, Naoko. Was? Hani? Aber Gratulation, du hast erfolgreich 2 Beziehungen zerstört. Und das nur mit einem Gespräch. Das kann ich gut. ...98% Tendenz stark... Achso, stimmt, ich muss ja die Affäre, Hier, sieh dir das an. Das beweist, dass ich keine Affäre habe, oder? Gut ist das. Ich wäre mir da nicht so sicher, Bursche. Oh, vielleicht war es nicht ganz richtig. Schön, ich zeige dir etwas, mit dem du es leichter nachvollziehen kannst. Das sieht wie ein Schmierzettel aus, ist aber eigentlich eine Rechnung. Ach so, die Rechnung. Ich dachte, das ist die Information, die ich über den Typen habe. Oh. Congratulations. Experte leisten mehr fürs Geld. Du solltest dich die Schlussmacherin nennen. Hallo? Siehst du das Datum? Das war der Tag, an dem du mich mit der Frau gesehen hast. Stimmt, aber was beweist das? Siehst du das nicht? Das ist der Laden, in dem wir eingekauft haben. Ja, ein Luxusladen. Du gibst dein hart verdientes Geld aus, um sie ins Bett zu kriegen. Bitte, alles Gute zum Geburtstag. Hä? Nani? Die Wahrheit ist, ich brauchte die Meinung einer Frau, um ein Geschenk für dich auszusuchen. Oh, wie romantisch. Ich weiß ja nicht, auf was Frauen heute zu stehen... auf was Frauen heute... auf was Frauen heute so stehen. Also, wirklich? Tut mir leid, es sollte eine Überraschung sein. Du hast mir ein Geburtstagsgeschenk gekauft? Oh, Liebling, wie viele Jahre ist das jetzt her? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es bedeutet, dass unsere Liebe echt ist. Das ist sie, mein Liebling. Was? Du bist der Einzige, den ich jemals geliebt habe. Und ich werde dich bis zum Ende meines Lebens lieben. Hey, hm? Warum habe ich auf einmal 2 Ehemänner? Nein, du siehst doppelt. Du bist betrunken. Oh Mist, ich glaube ich... Oh nein! Und ich bringe Frauen, dass sie ohnmächtig dazu... Oh Gott. Wie schnarcht die bitte? Ich glaube, das war vielleicht ein bisschen zu viel für sie. Tatsuru-san, danke. Wow, sie schläft aber schnell ein. Yagami-san, vielen Dank. Du hast für einen völlig Fremden wirklich viel getan. Es war interessant, aber ich hoffe, ihr werdet darüber noch mal reden, wenn sie aufwacht. Ja, das habe ich vor. Mir ist jetzt klar geworden, dass ich meine Ehe mit meiner Arbeit untergeordnet habe. Aber dank dir ist der Geburtstag meiner Frau zu einem wundervollen Jubiläum für uns beide geworden. Freut mich zu hören. Ich hoffe, ihr beide werdet lange glücklich miteinander sein, Tatsuru-san. Hi. Ja, heute Abend werde ich es wieder gut machen. Danke nochmal. Oh Mist, ich habe Mafuyu ganz vergessen. Jetzt sitze ich in der Patsche. Ich sollte ihr schreiben. Tut mir leid wegen vorhin, Mafuyu. Ich war gerade undercover und habe ein paar dumme Sachen gesagt. Oh, das tut mir leid. Das hätte ich besser wissen müssen. Ich hoffe, ich habe es dir nicht vermasselt. Wie die im Hintergrund die Leute auf dem Handy tippen und starren. Ja, das ist mir auch aufgefallen. War ein bisschen creepy. Die eine Frau da auf jeden Fall, ne? Ah, die Missionen sind hier echt nice.
Ich sehe schon das Gespräch mit dem Auftraggeber. Wie lief es? Gut, Sie sind Pilot, oder? Ich würde Ihnen raten, Japan zu verlassen, sich den Vollbart wachsen zu lassen und als kanadischer Holzfäller auszugeben. Geben Sie dieses Leben auf. Es gibt eigentlich... ist eigentlich vorbei mittlerweile. Wann hast du den nächsten Horrorstream geplant, Liz? Ich würde es dann schon Ende August machen, weil dann die zwei Spiele kommen. Weil ich muss erstmal mit Judgment fertig werden. Control kommt auch noch. Dragon Quest Builders müsste ich auch mal weiterkommen. Da bin ich sehr, sehr langsam in dem Spiel.